Hey meine lieben Freunde und willkommen wieder zurück zum Mario Maker. Heute mit dem Level Help Yoshi und Race mit dem Koopa. Ah, Koopa the Quick hier wieder am Start. Und ein cooles Hilf Yoshi Level von Mr. F. Ja, könnte auch ich sein. Ja, ein wunderbares Help Yoshi Level, nachdem ich gesagt habe in irgendeinem Part, wow, ich finde Level so super, wo man hier mit Yoshi zusammenarbeiten muss. Gibt es irgendwie schon was Verstecktes? Ach, ich finde schon am Anfang Lösung nicht. Überforderung, ach, ich war heute den ganzen Tag überfordert. Ja, nachdem ich das gesagt habe, dass ich das so toll fand, da hat sich wohl eine clevere Seele gedacht, ha, komm, oder eine gütige Seele besser gesagt, bauen wir ihm doch noch so ein Yoshi-Level oder Help-Yoshi-Level. Und ich würde auch sagen, ich lese den Text hier mal vor, bevor wir dazu gar nicht kommen. Und zwar ist der Gute auf YouTube Suik oder Suika. Hey Fabio, ich habe für dich ein Level gebaut, was dir sehr gut gefallen könnte. Es ist im ersten Teil ein Yoshi-Help-Level und im zweiten Teil ein Race gegen den Koopa. Alles klar, so. Erstmal wieder schön alles weggelegt und dann können wir auch beginnen. Ja, mal schauen, was das Level bietet. Also zwei Teile anscheinend. Ich dachte, das wäre sogar gleichzeitig. Vor allen Dingen an der niedrigen Abschlussrate dachte ich schon wieder, na, ob das nicht zu viel Multitasking wird. Aber anscheinend alles gut. So, bei euch machen wir mal kurz das Päuschen bei den Flammen und machen das mal, ja, lieber lockerer. Genau. Wunderbar. Das scheint auch ein paar Elemente zu recyceln oder auch zu verwenden. Hier mit den Bomben zum Beispiel, dass Yoshi dann diese Notenblöcke... Das haben wir alle nicht gesehen. Ja, dass Yoshi diese Notenblöcke da anhittet und dann die Bomben wunderbar explodieren und der Weg frei geht. Aber ich lasse mich auch gerne hier auf neue Elemente ein. Es muss ja nicht alles geklaut sein. Es darf auch gerne ein bisschen was inspiriert sein. Vor allen Dingen, weil es sich halt anbietet. Ich meine, mit so einem Yoshi oben kann man im Mario Maker selbst natürlich nicht so viel machen wie in irgendeinem Mario World Level Editor. Oder was weiß ich. Also ich finde, für die Level, die man hier im Mario Maker bauen kann, oder für die Level-Ideen, die es hier im Mario Maker gibt, sind die Leute echt kreativ dabei. Also wenn ich mir mal angucke, mein Level... Mit ein paar Lianen und einem Donkey Kong Amiibo, das war's dann auch schon. Ja, ist vielleicht nicht so kreativ, aber das hier, das ist schon ein ganz anderes Niveau. Ja, und Leute, ihr wisst gar nicht, was ich heute für ein Babup, was ich für einen Babup-Tag hatte. Ja, das glaube ich auch nicht, was ich für einen Babup-Tag hatte. Nee, was ich für einen stressigen, anstrengenden Tag heute hatte. Deswegen dachte ich mir, oh komm, spielst du dann noch ein bisschen zur Entspannung Mario Maker? Ich habe eigentlich gar nicht wirklich die Zeit aufzunehmen. Ich habe sie mir aber einfach in der Hinsicht genommen, dass ich mir dachte, ich brauche einfach ein bisschen Entspannung. Das hat mich heute so fertig gemacht, hat mich heute so mitgenommen. Da spielst du dann einfach... Krieg ich's überlebt? Ah, zum Glück. Spielst du einfach ein bisschen Mario Maker, komm. Nimmst du entspannt einen Part auf. Wird schon nicht komplett schlecht werden, ne? Erzählst ein bisschen was nebenbei und gut ist. Ja, es ist entspannt schon auf jeden Fall, denn... Leute, heute ist so ziemlich alles schiefgegangen, was nur hätte schiefgehen können. Jetzt nicht super übertrieben schlimm, aber es fing schon heute Morgen an. Die Bahn hatte natürlich Verspätung wie sonst was und damit meine ich... Ach, jetzt reicht's mir. Ich nehme einfach mit, zack, und Kettenhund lass dich mal alleine. Ja, die Bahn hatte Verspätung wie sonst was. Das ist natürlich irgendwo, ja, üblich, dass die Bahn Verspätung hat. Aber nein, die erste Bahn, der erste RE ist ausgefallen. Und die S-Bahn danach, die kam auch irgendwie, was weiß ich, 20 Minuten zu spät. Das heißt, effektiv war ich 50 Minuten später als normal. Und, naja, 50 Minuten später als normal, dadurch, dass ich ein bisschen früher aus dem Haus gehe, hat es so gerade noch gereicht, um, weil die Dozentin auch so 5 Minuten Verspätung hatte, um gerade noch pünktlich zu kommen. Aber natürlich hat sie dann irgendwie die Materialien warte mal. Euch Bobombs, euch will ich hier nicht haben. So, wunderbar. Buff und das war gut. Ich glaube, wir haben es geschafft. Soweit, ne? Kommt jetzt schon das Rennen? Kommt jetzt schon das Rennen gegen Koopa? Okay, erstmal ein Checkpoint. Naja, wie dem auch sei, die hat dann auch irgendwie die Materialien vergessen, also war selbst total verpeilt und hat uns dann irgendwelche blöden Ersatzmaterialien gegeben, die absolut keinen Sinn ergeben haben. Also eigentlich wollten wir heute über, was war das denn, über Geografie Japan sprechen noch weiter und ein bisschen über die Präfekturen. Okay, ich denke, dann wird das Rennen hier anfangen. Ja, ne? Genau, wir sollten ein bisschen über die Präfekturen reden, ein bisschen Geografie, wie viele Präfekturen gibt's, wie heißen die, wo liegen die und so weiter und so fort. Ne, ein bisschen japanische Geografie eben und da wollte sie Arbeitsblätter mitbringen. Habe ich das Level eigentlich verkackt, weil das Ding doch mitfahren muss? Gucken wir einfach mal, was passiert. Boah, probieren wir mal ein bisschen das Level aus. Genau, hat sie aber vergessen mitzubringen, hat also alles nicht wirklich geklappt, wie es klappen sollte und wir müssen diese blöden Panzer mitnehmen. Hat alles nicht geklappt, wie sollte. Und der Punkt war dann halt am Ende, sie hat mit uns irgendeinen improvisierten Unterricht gemacht, den wirklich keiner so super duper gut fand. Und ich glaube, ich bringe mich einfach um, damit wir das schneller hinkriegen und resetten. Ja, also richtig trockener Unterricht. Dafür habe ich mich dann noch gehetzt. War heute Morgen genervt, weil die Bahn halt signifikant zu spät war. Hab mich gehetzt. Dann haben wir da nichts wirklich gemacht. Ja, dann war ein Seminar, was ich mir eingeteilt habe, ein optionales Seminar zu digitaler Arbeit. Da geht es darum, wie gründe ich ein Unternehmen irgendwie online oder besser gesagt sowas auch... Das ist irgendwie blöd, wenn man gleich schnell ist.
Das wird, glaube ich, knifflig. Ich glaube, das mit dem Yoshi haben noch alle hinbekommen, aber das mit dem, nach dem Yoshi, mit dem Panzer hier, mit dem Koopa the Quick. Oh Gott. Ja, das haben nicht so viele hinbekommen. Tatsächlich. Bin mal gespannt, ob wir es schaffen. Ich werde das Level aber einfach mal ein bisschen probieren, damit ich auch mein Thema loswerde. Genau, dann sollte ich ein Referat halten und ich hatte bei dem Thema digitale Arbeit, Unternehmensgründung und dass Arbeit unterbezahlt ist und so alles mögliche, hatte ich das Thema Moderatoren. Es ist ja so, dass zum Beispiel so große Seiten wie Facebook einfach nicht mehr ohne Moderatoren auskommen. Und damit meine ich jetzt nicht so ganz klassische Forenmoderatoren, wie man sie, keine Ahnung, wie gesagt, aus solchen ganz klassischen Foren der 80er, 90er Jahre kennt oder heutzutage natürlich immer noch. Foren sind natürlich nicht mehr das große Ding, wenn ich mir sowas angucke wie Animex. Es sind zwar noch Leute da, aber es ist nicht mehr so belebt wie früher, muss man sagen. Gut, dann hätten wir das auch schon abgehandelt mit dem tollen Forenbeitrag. Und wow, wir haben das Level sogar geschafft. Ja, krass. Ey, das ging ja viel besser als gedacht. Ja, Mensch. Ach, da habe ich das wundert mich jetzt selbst. Ich bin vollkommen überrascht, dass ich das Level geschafft habe. Ich dachte, das wird jetzt noch voll knapp am Ende und mega super duper schwierig. Na gut, auf jeden Fall hatte ich das, das Thema Moderators im Sinne nicht von so ganz klassische Forenmoderatoren, wo es halt nur 5 Leute sind oder so 6 Leute, die sich darum vielleicht kümmern. Und ich würde sagen, damit ich ein bisschen weiterreden kann, nehmen wir einfach hier Mario Max 14 Flower Hills 3. Komm, ja, nehmen wir das mal einfach. Genau, sondern Moderators im Sinne von großen Seiten wie Facebook oder Google. Das bezeichnet dann vor allen Dingen in der Hinsicht Leute, die, naja, das kontrollieren, was hochgeladen wird, bevor es öffentlich wird. Ich meine, bevor das jetzt irgendwie falsch verstanden wird, ihr kennt das ja sicherlich. Da steht immer in den AGBs oder in den Community-Richtlinien von irgendwas, lade keine sexuellen Bilder hoch, keine Gewalttaten, kein Terror, nichts, was die Verfassung verletzt und sonst was, ne? Ist ja logisch, keine bösartigen Bilder hochladen und alles ist gut, alles ist super. So, und die meisten Bilder, die landen dann tatsächlich auch gar nicht erst auf der Website. Also bei manchen Sachen ist es ja so, also bei manchen Vorgängen, dass man erst das Bild hochlädt und nachher wird gesagt, oh, du, richtig böse, hier hast einen Strike oder hier dein Account wird gesperrt und so weiter und so fort. Das ist aber mittlerweile, auch wenn man vielleicht denken würde, okay, naja, ja, meine Stimme hat es auch ein bisschen mitgenommen heute. Ihr müsst wissen, es ist gerade 23 Uhr, es ist Montagabend. Ich komme von einem super anstrengenden Tag, der von 8 bis, naja, von 8 bis 8 und sogar heute noch länger ging. Dementsprechend verzeiht mir auch das mit der Stimme. Der Punkt ist auf jeden Fall, genau. Das sind Leute, die Bilder kontrollieren oder irgendwelche Videos kontrollieren oder irgendwelche allgemeinen Inhalte, bevor sie dann auf ein Forum oder auf eine Social Media wie Facebook landen. Ihr könnt natürlich auch denken, dass das mit Bots geregelt wird oder wie ich es gerade eigentlich auch anschneiden wollte, dass man sagt, okay, Leute laden das irgendwie hoch und erst danach wird es kontrolliert. Aber bei so großen Seiten wie Facebook oder First Try? Ach, das One-Up zu bekommen, ja, das One-Up, das brauche ich ja nicht. Bei so großen Seiten wie Facebook oder YouTube ist es natürlich, naja, in einer gewissen Verantwortung oder ist es natürlich auch recht sinnvoll, weil die so eine große Reichweite haben, dass man die Inhalte vorher kontrolliert und nicht erst jeder 50 unangemessene Bilder, hätte ich einen Koopa gebraucht, ne? Ach, verdammt. Dass nicht jeder irgendwie 50 unangemessene Bilder hochlädt und dann irgendwie Leute, die schon gesehen haben oder sich davon inspiriert gefühlt haben oder abgestreckt oder was weiß ich. Auf jeden Fall, dass die Bilder echt ganz schön inappropriate waren, die waren nicht angemessen und die sind schon in Umlauf gegangen. Das wollen die natürlich verhindern. Und auf der einen Seite gibt es natürlich irgendwelche Algorithmen, irgendwelche künstlichen Intelligenzen, die Filter einbauen und dann, keine Ahnung, sowas Offensichtliches, wenn viel rote Flüssigkeit ist oder wenn halt so irgendein Indikator für Blut ist, wie auch immer diese KIs funktionieren. Ich bin kein Mega-Informatiker in dem Sinne, dass ich eine künstliche Intelligenz programmieren kann. Wenn irgendwer von euch da mehr Kenntnisse hat, gerne. Ihr könnt mir gerne mal sagen, wie so ein Bot funktioniert. Ich weiß ja, dass bei euch definitiv Leute dabei sind, die nicht nur Mario Maker besser spielen als ich, sondern die auch definitiv mehr Informatikkenntnisse haben. Also könnt ihr mich gerne aufklären, wenn ihr irgendwie was zu Algorithmen und irgendwie mechanischen Lernen von irgendwelchen Maschinen habt. Der Punkt ist auf jeden Fall, nicht alles schafft ein Algorithmus. Also es ist natürlich klar, dass ein Algorithmus so allgemeine Dinge erkennt, aber manchmal ist es natürlich auch schwierig. Ich empfehle euch auch gerne an dieser Stelle den Film The Moderators. Einfach mal eingeben, The Moderators Short Movie oder Documentary, irgendwie sowas, dann findet ihr den. Leider nur auf Englisch, ich glaube, es gibt keinen deutschen Untertitel, aber es ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Und der Punkt ist, manche Sachen kann man einfach nicht mit einer Maschine kontrollieren. Es gibt Sachen, die sind ein bisschen fragwürdig oder dadurch, dass Bilder unscharf sind, kann eine Maschine die nicht erkennen, aber ein Mensch würde immer noch genauso darin irgendwas Verstörendes sehen. Ich meine, das beste Beispiel sind ja irgendwelche Captchas. Also wenn ihr euch mal, oder Captcha oder wie auch immer die Dinger halt heißen, wenn ihr euch auf irgendeiner Website anmeldet und dann, ja, euer Passwort eingibt und dann da steht irgendwie, ah, ich bin kein Roboter oder dieses, fällt noch,
Join the Ghostbusters, wo wir noch ein bisschen Musik haben. Nee, da kann ich ja nicht reden. Wir nehmen jetzt einfach dieses links und rechts kann ich auch schon nicht mehr unterscheiden. Wir nehmen jetzt einfach das rechte Level daneben. Hier Parallelwelt. Mensch, ey, von... Ach, das ist ein... Ist das ein Mario Maker offizielles Level? City mit so einem M? Das ist bestimmt ein offizielles Level, oder? Seit wann werden die denn empfohlen? Na gut, dann spielen wir dieses offizielle Level. Machen wir das eben so. Der Punkt ist... So, da bin ich auch schon wieder. Und da bin ich auch schon wieder tot. Ja, der Punkt ist auf jeden Fall, das kennt ihr sicherlich bei diesen Captchas, ich bin kein Roboter, bla bla bla. Und dann soll man auf unscharfen kleinen Fotos zum Beispiel eintragen, wo ein PKW ist oder wo ein Haus ist. Oder manchmal sind es auch nur so drei Zahlen, keine Ahnung. Da steht dann 1, 2, 3, aber das ist relativ unscharf, sodass es eine Maschine nicht erkennen könnte, aber ein Mensch. Und damit soll man dann eben bestätigen, hey, ich bin kein Roboter, der irgendwie Spam will. Ich bin ein Mensch, der auf die Seite zugreifen will und mich ganz normal mit meinem Account einloggen möchte. Genau, und nach diesem Prinzip machen die das auch mittlerweile bei Facebook oder auch bei anderen größeren Unternehmen. Die setzen nicht mehr nur Maschinen ein, also irgendwelche... Ach komm, das war jetzt aber unfair. Was hat der Sittich denn hier für ein Level gebaut? Mensch, ey, der bekommt aber bald kein Vogelfutter mehr. Ja, nachher legt sich noch Greenpeace mit mir an. Nee, auf jeden Fall ist es einfach die... die offiziellen Mario Maker Levels sind ganz schön gemein. Ja, auf jeden Fall ist es nicht immer erkenntlich für einen Bot und deswegen braucht man dafür auch Menschen. Und da kommt natürlich der Punkt rein, naja, wie kann man das einem Menschen überhaupt zuordnen oder zumuten? Es ist in dem Film The Moderators ganz gut gezeigt, dass da irgendwelche indischen Firmen oder irgendwelche in Bangladesch auf jeden Fall recht weit outgesourced in irgendwelche ärmeren Länder, dass da Leute arbeiten, die tagtäglich pro Stunde mehrere Fünftausende von Bildern oder so kontrollieren, bevor die veröffentlicht werden und sich schlimmste Arten von Pornografie, von Gewalt, von Terror und so weiter angucken müssen, nur damit wir ein sauberes Benutzererlebnis haben. Und deswegen, naja, fand ich das ein... Nee, der Sittich, der baut mir so schwierige Level. Ich fand das ein super spannendes Thema und weil ich jetzt einen kohärenten Abschluss habe, gehe ich jetzt zu euren Leveln auch wieder. Okay, da sind wir beim Level Super Mario Maker vom Ben, beziehungsweise auf YouTube Beleotto. Oh, ja, das hört sich interessant an. Auf jeden Fall nicht Ben. Er hat geschrieben, keine Beschreibung. Trauriger Smiley. Ja, keine Beschreibung, aber immerhin eine ID zum Spielen. Dann schauen wir mal, was uns dieses wunderbare Caps Lock Super Mario Maker Video. Bei Caps Lock muss ich direkt an schlechte YouTube-Videos denken. Was uns dieses wunderbare Level denn hier zeigen, bereiten, auf Lager haben wird, was auch immer. Genau, und bei dem Moderator-Thema, deswegen habe ich mir das auch als Referatsthema ausgesucht. Ich weiß, Spannung pur, ich habe mal tatsächlich das Referatsthema bekommen, was ich wollte. Und das hier war nicht der Weg, den ich wollte. Es war aber auf jeden Fall der richtige Weg, weil der Link ein Troll gewesen wäre. Egal. Auf jeden Fall habe ich mal ein Referatsthema bekommen, was ich wollte und habe dann darüber geredet, wie das eine sehr, sehr große Ausbeutung ist und dass das ethisch auch gar nicht geht. Und das wäre auch so eine kurze Frage an euch. Eigentlich habe ich mich wieder ein bisschen verquatscht und ein bisschen zu viel erzählt. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus bei dem kurzen Punkt. Wenn ihr euch den Film The Moderators anguckt, natürlich umso besser. Ich will euch dazu nicht zwingen, aber es ist ein wirklich interessanter Film. Geht auch nicht 90 Minuten, sondern, wie gesagt, Kurzfilm 20, 30 maximal. Genau, und der Punkt ist, ist es irgendwie ethisch für euch vertretbar, beziehungsweise vorstellbar? Wenn ihr jetzt vor allen Dingen aktive Facebook-Nutzer seid, oder jetzt nicht unbedingt nur Facebook, das gilt ja für alles. YouTube macht das ja inzwischen so, dass teilweise auch die viele Bots verwenden, aber... Bei den sozialen Netzwerken wie Instagram oder Facebook, vor allen Dingen, wo halt viele Bilder hochgeladen werden. Bei YouTube werden ja eher Videos hochgeladen, aber jetzt wo so, naja, stille Images, ne, stille Bilder, nicht mehrere Bilder, kein Video hochgeladen wird. Genau, Facebook, Instagram, Snapchat ist Video, ne, Snapchat hat das nicht, oder kann es natürlich auch haben, aber da ist es eher nicht so, ich würde es auf jeden Fall wissen, beziehungsweise hätte Literatur dazu gefunden, wenn das so groß angeprangert worden wäre. Auf jeden Fall ist der Punkt, Instagram oder Facebook nutzt bestimmt der eine oder andere von euch. Und wenn ihr euch da überlegt, naja, was da für ein Shot hochgeladen wird, ist natürlich schon die Frage, wollt ihr irgendwem zumuten, dass überhaupt, keine Ahnung, der die ganze Zeit irgendwelche Bilder von Konservendosen oder von irgendwelchen Leuten, die irgendeinen Quatsch hochladen, was weiß ich, die Leute laden ja jeden Müll hoch, ne? Wollt ihr überhaupt, kann man so jemandem überhaupt sowas zumuten, irgendeinen Menschen, dass er sich so eine Kacke die ganze Zeit anguckt? Das ist natürlich die eine Frage. Aber die andere Frage ist, kann man es überhaupt, zumuten, dass sich ein Mensch mit, Inhalten beschäftigt, die man selbst nicht mal auf Facebook sieht? Also irgendwas, was gerade nach den Richtlinien nicht hochgeladen werden soll, sowas wie... Ach, stimmt, so kann ich... Normale Walljumps gehen. Okay, normale Walljumps. Okay, ja.
Denn wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste in diesem Job arbeiten, ich würde pro Tag, oder besser gesagt pro Stunde, würde ich 1000 Bilder durchgucken. Und von diesen 1000 Bildern, oder die gucken teilweise 2000 Bilder durch, und von diesen 2000 Bildern wären super viele mit schlimmster Gewalt und ich müsste mir die durchgucken den ganzen Tag. Ich könnte irgendwann nicht mehr klar denken und würde durchdrehen. Ich bin ehrlich mit euch. Wenn ich so viele verstörende Bilder sehen würde, ich könnte dann irgendwann nicht mehr. Das wäre mir zu viel. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass es da Schulen gibt, ganze Ausbildungsstätten, wo Leute darauf trainiert werden, den ganzen Tag nur Bilder zu filtern, weil eine KI zu schlecht dafür ist, beziehungsweise nicht die ganze Arbeit übernehmen kann, das noch komplett unterbezahlt ist. Ich weiß nicht. Das ist einfach eine ultra schlimme Vorstellung für mich. Und lasst mich raten, ich muss alle Bowser Jr. besiegen oder den einen mehrfach. Weiß nicht. Ja, und wie gesagt, guckt euch den Film an, wenn ihr Bock habt, oder diskutiert einfach so gerne mit, ob das irgendwie für euch vorstellbar ist oder ob ihr davon überhaupt schon wusstet, weil mich vor allen Dingen das Thema richtig, richtig hart geschockt hat. Ich konnte mir natürlich vorstellen, dass irgendwie, weiß ich nicht, in einem Forum halt, wie gesagt, gibt es Moderatoren oder es muss irgendwen geben, der ein bisschen was überwacht, aber ich dachte mir, dass vor allen Dingen diese schlimmen Prozesse, wo es wirklich um klar dargestellte Gewalt geht oder um irgendwelche Misshandlungen oder was auch immer die Leute bei Facebook hochladen. Das Problem ist, man sieht es ja nicht, man bekommt das Schlimmste ja gar nicht mit. Ja, okay, ich soll mir wahrscheinlich hier ein paar Schlüssel erfahren. Nehme ich einfach mal an. Es gibt ja nicht mal eine Beschreibung. Ich habe ja keine Ahnung, was ich hier wirklich tun soll. Aber ich soll mir die Schlüssel erfahren, ja. Wo ist der dritte? Ach, der eine droppt den gar nicht mehr. Ah, okay, alles klar. Ergibt mehr Sinn. Alles gut, ich habe nicht gemeckert. Hab gar keine Einwände gehabt. Genau. Wusst ihr davon, könnt ihr euch das vorstellen? Das wäre einfach so ein Diskussionspunkt. So, nach diesem wunderbaren Referat, was so gerade noch von der Zeit her hinging, und ich weiß nicht, warum ich immer wieder durch die Türen gehe, sorry Leute, was so gerade noch knapp von der Zeit hinging, musste ich dann hetzen zum nächsten Raum, und im nächsten Raum haben wir dann einen unfassbar schlechten Kurzfilm geguckt, der war auf halb Spanisch, und dann haben wir, und da waren keine Untertitel, das heißt, ich habe die Hälfte nicht verstanden, dann waren wir noch unterwegs in der Bibliothek, aber in der Bibliothek war irgendwie zu und dann bin ich in eine andere Bibliothek, nicht in die Psychologie-Bib gegangen, sondern dann bin ich in die allgemeine Bibliothek gegangen. Da war aber laut und und Kopfschmerzen erregend und das war gar nicht gut. Ich würde sagen, ne, nächstes Level, Leute. Okay, ich habe nicht mehr so viel Zeit übrig. Ich habe jetzt ein paar Levelcodes eingegeben, die alle wieder nicht gingen und deswegen nehme ich jetzt einfach irgendein random Level hier, Dead Valley oder so, und wenn wir beim nächsten Mal dann ein bisschen mehr Zeit haben, dann kümmere ich mich auch nochmal darum, ein paar mehr von euren Leveln einzugeben. Es tut mir auch furchtbar leid, wenn viele nicht gehen. Ich überprüfe die natürlich gerne. Ich kann nicht jedem individuell Feedback geben, das wird ein bisschen die Zeit sprengen, aber ich gebe jeden Levelcode ein, der mir wenigstens gesendet wird. Und wenn es dann mal von der Zeit her nicht perfekt hinhaut, tut's mir leid. Ich wollte auch, wie gesagt, jetzt nur abends nochmal ein bisschen was zum Entspannen machen. Es ist auch gleich dann, wie gesagt, ja, 11:30, 11:45. Dann gucke ich, dass ich noch ein bisschen was mache und dann auch ins Bett gehe. Genau, soviel zu dem Tag bis dahin. Dann war es laut in der einen Bib, die eine Bib hatte nicht offen, ich habe nicht die Lektüre bekommen, die ich wollte. Dann ging in der U-Bahn die Türen an einer Haltestelle nicht und ich musste in der U-Bahn auf dem Weg noch irgendwie, ja, 20, 25 Minuten, keine Ahnung. Ich musste auf jeden Fall ultra lange warten, weil diese eine Tür zu der einen Seite hin nicht ging. Dann saß noch neben mir irgendein Typ, der hart nach Alkohol gestunken hat und der mit sich selbst geredet hat, auch immer wieder ein freudiges Erlebnis. Ach ey, heute war so viel. Immerhin, ha, eine positive Sache habe ich. Mir wurden keine 2 Cent von einer dubiosen Frau an den Kopf geworfen. Mensch, und das haben die Leute nicht geschafft? Warum denn nur ein Fünftel Abschlussquote? Habe ich irgendwas verpasst? Irgendwas an dem Level übersprungen? War irgendwas komisch? Das war sehr merkwürdig. Naja. Auf jeden Fall ein sehr komischer Tag und ich glaube, wir machen hier auch dann mal Schluss. Ich hoffe einfach mal, es hat euch gefallen. Ich habe euch einen kleinen Denkanstoß mit dem Referatsthema geben können. Ich konnte auf jeden Fall ein bisschen meinen Tag verarbeiten. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen bei Mario Maker entspannen. Wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wundervollen Abend. Je nachdem, wann ihr schaut. Hoffentlich, wie gesagt, kleiner Denkanstoß gegeben. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.